Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown und Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem Herrn, gleich. Jo Leute, wir schauen jetzt mal hier in Mamas altmodische Geheimnisschatulle rein. Da haben wir den Mythic Boomhauer nach wie vor. Hier vorne gucken wir mal in die Packs rein. Hier haben wir die Rock Musical Tire Box. Ja, mit Musical Linda, mit K-Pop Joe, Linda Belcher, Karaoke Mabo, Troubadour Jeff, Mac Griffin, Sing and Swing nicht zu verachten. Hier mit diesen ganzen Kombos da hinten noch. Die ist nicht schlecht, die Box. Viel interessanter ist die One-Man-Tire-Box hier mit One-Man-Musical, Earls Gitters, Eugene Belcher, Royal Disco Courtney, Trainer Jeff, Chris Griffin, auch nicht zu verachten, der Friedenstanz. Hier hinten diese ganzen Kombos mit One-Man-Musical, Rapper Klaus, Heavy Metal Haley, Opera Singer Lila, Death Metal, Dream Guitars und so weiter und so weiter. Hammer. Also sehr, sehr empfehlenswert. Könnt ihr euch auch gerne im Video von mir anschauen. Hier haben wir jetzt einen Philip J. Fry für 10 Euro, falls mal irgendjemand noch eine Karte davon brauchen sollte, um den zu maxen. Hier haben wir Professor Farnsworth, Rooftop Drunk, Thunder Cocktails, Party im Biertank und Peter. Auf jeden Fall auch eine interessante Box. Jo, da sind wir auch schon hier durch. Da gehen wir mal hier oben rein in die Meisterschaft, in die Combo Masteries. Dann haben wir den Banker Roger als allererstes. Ziehen wir uns den mal rein, beziehungsweise schauen wir uns den mal genauer an. So, das ist nämlich dieser da. Banker Roger. Ja. Und wie ihr sehen könnt, das ist nicht erwähnenswert. Das ist nämlich der letzte Rotz. So, deswegen machen wir den auch gleich wieder weg. Banker, goodbye. Dann haben wir hier den Toga Bill. Das ist allerdings eine interessante Kombo. Jetzt bin ich mal gespannt, was hierbei so für Werte rauskommen können, wenn wir den Bill mal maxen. Jetzt wird's interessant, jetzt wird's spannend. Wobei, so krass ist es nicht mal. Ja, okay, hier oben, hier sieht man es. Okay, 21er Bombe. Ja, 10-fach Cripple All. Und hier unten nochmal 22er Bombe, 10-fach Cripple All. Da. Also wir gehen mal die Kombos durch. Wir haben einmal hier mit Rogers Kleiderschrank. Dann haben wir mit dem Book of Spells. Dann haben wir mit Scary Mask, mit Witch Kostüm, mit Doink. Und mit Stance Haunted House. Und ihr seht jeweils, da kommt recht viel an Bombe raus. Und das kann eben doch schon sehr, sehr matchentscheidend sein. Wenn du so eine Karte auf Platz 2 zum Beispiel hast, ja, ja, dann wird es natürlich sehr, sehr schwierig für den Gegner, auch von mir aus auf Platz 1. Also dann wird es für den sehr, sehr schwierig, tatsächlich dann über den zweiten Slot hinauszukommen. Aber natürlich auf Platz 2 deutlich effektiver unter Umständen, weil du eben nach rechts und links streust. Also die Kombo ist schon mal... Ja, aber jetzt ist halt die Frage, lohnen sich da 500 Gems? Schwer zu sagen. Also ich will die 500 Gems jetzt nicht für ausgeben, das wisst ihr, aber ich verstehe es auch, wenn es jemand machen würde. Weil der Toga Bill ist auf jeden Fall eine geile Karte. Und wenn mal wieder ein Kostüm-Event ist, auch bei Sieges und so weiter, ist das Ding geil. Karate Lois. Jo, Karate Lois, schauen wir uns die mal an. Das ist diese da. Das ist eine Lois. Da kann ich jetzt eigentlich jetzt schon gleich auf Maxed Out gehen. Schauen wir uns das mal in der legendären Version an. Da haben wir hier mit Quahog Martial Arts. Mit Capoeira Reginald, That's My Parfait, Stop Hitting Yourself, Himalayan Observation, Capoeira, No Mercy Dojo, Diamond Crusher, Allen YMCA und Brian the Home Invader. Und dann kommt auf der rechten Seite, das ist eine geile Kombo, mit Revanche und mit Berauscht. Also, und davon nicht wenig. Hier mit Stop Hitting Yourself oder mit That's My Parfait oder Capoeira Reginald.
Da hast du immerhin 15-fach berauscht. Du hast über 20 Revanche. Also, wenn ich tatsächlich eine Lois Griffin spielen würde, dann würde ich mir das Ding da auf jeden Fall jetzt hochpushen für die 1000 oder eventuell sogar noch ein bisschen mehr. Das ist auf jeden Fall interessant. So, hier haben wir die Robot Devil Hands. Und ja, das ist. Also ich habe es auch schon gespielt, durchaus, ja, weil es gibt schon Situationen, wo du es eben mal einfach brauchst, den Push nach rechts oder links. Hier hast du eben 15-fach Push, also 15-fach motivieren. Plus 21er Revanche. Aber es ist mir zu wenig, um dafür 1000 Steine auszugeben, weil der Effekt davon, diese 10% Mehrwert, sind jetzt nicht so gigantisch, dass man sagen könnte, ja, geil, das haut's jetzt hier voll raus. Nee. Also, ja, was kann man sagen über den heutigen Shop? Interessant, hier Togabil für die Pay-to-Win-Spiele. Und eben hier Karate Lois für diejenigen, die Lois Griffin haben. Unter Umständen kann jemand noch diese Robot Devil Hands sich holen. Ich glaube nicht, dass die 10% da so viel oder so schwer ins Gewicht fallen. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einfach mal einen Daumen nach oben da. Schreibt mir was in die Kommentare. Abonniert den Kanal und schaltet das Mal an, wenn es wieder heißt Animation Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries mit Miniman gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.